Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum lange angekündigten Diss-Track von Cassius Clay, Twizzy und KuchenTV gegen Rudy Baby. Samt Musikvideo wurde das Ganze heute auf dem KuchenTV-Kanal released zu einer komischen Uhrzeit von 15 Uhr. Ich kenne den Song nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es im Mittelteil einen längeren Twizzy-Solo-Teil gibt, weil er mir auch gesagt hat, ey, kannst du mal das und das für mich einsprechen? Also ich sollte was einsprechen. Er hat mir nicht gesagt, in was für einem Zusammenhang. Habe ich natürlich für meinen Bruder gemacht. Wenn mein Bruder mich fragt nach einem Gefallen, dann versuche ich natürlich alles in meiner Macht Stehende, um hier meinem Bruder diesen Gefallen zu tun. Leider ist es so, dass der gute KuchenTV heute gebannt wurde, wegen seinem komischen Beef da mit Shoyoka. Die haben wohl da einen Stream gemacht, wo die echt über die Stränge geschlagen sind, irgendwie sich da besoffen haben und die da auch hart angegangen sind. Also mir haben auch Leute geschrieben, ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Ja, mir haben auch Leute gesagt, dass die es verstehen können, dass man da als Twitch waltet, weil der schon echt übertrieben wurde oder sowas. Ich habe den Stream nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nicht äußern, das ist jetzt nur hören und sagen. Dadurch, gerade auch wegen der Thematik, weswegen er gebannt wurde, habe ich natürlich jetzt auch so ein bisschen so die Befürchtung gehabt, dass es natürlich auch viel durch ganz viele Tweets und Nachrichten in meine Richtung gekommen, ey, du kannst nicht drauf reagieren und so weiter. Habt ihr mich hier wieder schon komplett meine Birne gebumst hier, sodass ich mir dachte, okay, vielleicht können wir doch nicht in der Version drauf reagieren. Dann habe ich meine Mods gefragt, ob jemand mal KuchenTV zensieren kann im Video. Die waren schon alle besoffen, leider hat keiner Zeit gehabt. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich doch den Ehrenbrä Panzer Unchained hier mal kontaktieren könnte, der sich ja mit diversen AI-Tools auskennt. Und ich habe den Bruder gefragt, er hat alles stehen und liegen gelassen, er war schwer beschäftigt gerade, hat sich aber gedacht, für die Bogota-Bubble tue ich das natürlich sehr, sehr gerne. Deswegen hat Panzer Unchained mir hier ein Video zusammengeschustert mit einem zensierten KuchenTV und mir das hier auf ungelistet hochgeladen auf YouTube. Das heißt, wir können reingehen, obwohl Tim gebannt ist. Ich sag mal so, normalerweise ist es auch kein Problem. Aber, ja, nur um wirklich 100% auf Nummer sicher zu gehen, solange du eigentlich jemanden nicht zum Hauptteil deines Streams machst, der gebannt ist, oder den halt zuschaltest im Stream, sei es jetzt per Telefon, per Videocall, oder der sitzt sogar neben dir als Gast, ist eigentlich alles in Ordnung, ja. Panzer, bester Mann, Alter, auf jeden Fall. Lasst mal auf jeden Fall die Red Cups kreisen im Chat, das mag er ganz besonders. Lasst die Red Cups kreisen hier. Panzer, nochmal vielen Dank an der Stelle. Abonniert diesen Menschen auf jeglichen Plattformen. Dankeschön. Stark, okay, perfekt. Perfekt, Alter. Sehr gut. Sehr gut hier, zensiert hier. 1979 und das Trauerspiel beginnt. Er ist beschränkt wie Forrest Gump, doch wird nie laufen wie der Wind. Schon damals in der ich glaube, ich werde viel Stopp machen hier. Ich werde hier wahrscheinlich viel Stopp machen. 79er Baujahr, das heißt, der junge Mann ist jetzt mittlerweile 44 und wird nächstes Jahr 45, ja? Was war das für eine... Das war doch schon wieder eine maximal ekelhafte Zeile hier direkt von Tim, ne? Und das Trauerspiel beginnt. Er ist beschränkt wie Forrest Gump, doch wird nie laufen wie der Wind. Schon damals... Ich habe die Befürchtung, dass ich hier mit steigender Laufzeit die Gefahr laufen werde, so etwas wie Mitleid oder Empathie zu entwickeln. Da muss ich mir einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen, was dieser Typ alles in meine Richtung getan hat. Ja, sowohl vor als auch hinter den Kulissen, wie der in mein Privatleben reingegangen ist, wie der mehrmals so auf mein Aussehen gegangen ist. Ja, so Topmodel Rosie Baby beleidigt Marvin Texas wegen seines Aussehens. Beleidigt andere Leute wie Belasch oder Bösemann wegen ihres Aussehens. Wie sagt Rusi denn so schön? Jetzt kriegst du mal deine eigene Medizin hier. Und wenn ich mir das alles nochmal so ins Gedächtnis rufe, hält sich dann, glaube ich, mein Mitleid in Grenzen. In der Schule wurde er nur runtergemacht, weil Mutter Natur den Armen so verunstaltet hat. Er wirkt müde mit den Tränensäcken. Das ist noch das Intro, ja. Übersät mit Leberflecken. Wir will ihn das Leben testen. Psychisch krank an Gendefekten. Lebenssinn gefickt. Er hat nur Gegenwind gekriegt, weil er trotz seines Magisters. Das Geile ist bei dem Typen hier, das ist jemand, der auf einen Aufruf geantwortet hat, so habe ich das mitbekommen, auf Instagram. Ja, die brauchten halt einen Darsteller, der nicht hochgeschossen ist. Und der Bruder hat sich gemeldet und der ist super cool. Der hat so einen Spaß gehabt bei dem Videodreh. Die haben mir so ein paar Videos geschickt, mit dem die sie auch dann nicht released haben. Ihr habt ja die ganzen kleinen Clips schon gesehen auf Social Media und so weiter. Und der hat anscheinend auch eine starke Abneigung gegen Rudy Baby.
war damit komplett konform hier, ja, also der wurde jetzt auch nicht gezwungen, hier in diesem Video mitzuspielen und so weiter, muss man ja in der heutigen Zeit nochmal dazu sagen, ja, der hat hier Spaß gehabt, wie sonst was, ja, also die hat einen richtig geilen Drehtag, er ist eine richtig coole Socke hier, der Typ. Der Abschluss fehlgebildet ist, unzählige Niederlagen kulminieren in Siegeswillen, er projiziert sein Hass. Geh von meinem Rücken runter, du Fan. Es ist schon hart, ne, es ist schon echt hart, Digga, aber es ist halt, ist halt lustig, ne? Weil ich glaube, das ist auch so ein Auto vom Kind von Kuchen TV. Auf andere, doch er geht seinem Spiegelbild. Heute tritt der Journalist als Meinungsblogger auf. Leider nutzt er seine Reichweite für Cybermobbing aus. Aber ich glaube, da kommt gleich noch ein Beat-Switch. Also, das ist mehr so relativ poppig, ne? Ich habe mit Bushido heute auch im Podcast über den Song geredet, ohne ihn gehört zu haben. Ich wollte das nur unbedingt erwähnen. Und Bushido hat auch gesagt, das Ding fängt relativ poppig an. Und dann kommt die Abrissbirne. Vermögen stand im Blick, er will grüßen, weil sie nicht. Er beleidigt sogar Kinder und die Hörerschaft für Klicks. Er verteidigt auch die krankste Fantasie. Wir sind nicht Und ich lese schon wieder die ersten Moralapostel hier im Stream, ja. Auch wenn Roos einen Diss verdient hat, finde ich, ist nicht cool, auf die Größe und Krankheit und so weiter zu gehen. Das hätte man niveauvoller machen können und hätte trotzdem genug Fläche als Angriff. Du erwartest einen niveauvollen Battle-Rap-Track. Also ich weiß nicht, ob du das verstehst, Bruder, ja. Im Battle-Rap geht es darum, den Gegner möglichst platt zu machen, okay? Und es geht darum, dass wir hier den toxischsten und hasserfülltesten und ekelhaftesten Typen der Deutschrap-Szene haben, der hier mal einen lange überfälligen Diss-Track abbekommt. Wo waren denn Roos seine Grenzen? Bei Leuten wie Belash, Bushido, Mir, was weiß ich, Animus, die Liste ist lang. Mein Mitleid hält sich im Grenzen, Digga. Mein Mitleid hält sich echt in Grenzen. Roos plötzlich Rapper geworden, wieso? Darf man jetzt als Rapper nur noch andere Rapper dissen oder was? Gab da auch ganz viele Disslines von Leuten wie Farid, Bushido, Kolle und so weiter gegen Nicht-Rapper. Außerdem ist Roos doch Goldartist. Da war da was. Sogar Kinder und die Hörerschaft für Klicks. Er verteidigt doch die krankste Fantasie. Will sich nicht eingestehen, sein Bruder gehört statt ins Netz schon lange in Therapie. Hör sie, so geht es nicht weiter. Oder niemand doch hier mehr, das redest du dir ein. Pass auf das, was du erreichst. Auf ein, zwei Jahre, die Karriere ist vorbei. Muss Cash ist hier noch seinen Alternative-Rock-Film hier noch mitmachen, ja. Wollte dem Ganzen nochmal seinen musikalischen Stempel hier aufdrücken. Der großartige Musiker Cassius Clay ist hier am Start mit einer Hook. Ja, gut. Ich meine, ey, Leute, das Ding geht 6 Minuten. Somit ist wenigstens für ein bisschen Abwechslung gesorgt. Mit die 8 Stunden bei den ganzen Pausen. Ja, warte mal, bis der richtige Part losgeht. Da werde ich wahrscheinlich nach jeder Line stoppen, Alter. Du lebst nur noch von Hass. Eine gute Zusammenfassung, ja? Von Roos seinem Schaffen. Und du lebst nur noch von, du lebst nur noch von Hass. Ist das jetzt etwa ein Beat-Switch? Der spielt das geil, Digga. Oh, jetzt kommt Twizzy hier. Let's go. Granate den Man. Und weil du Bushido so liebst, ist der hier für dich, Roos. Das ist das, was er gesagt hat, ja. Ey, der Diss ist fast fertig. Ich brauche noch von dir eine Aufnahme. Sag einfach mal, und weil du Bushido so liebst, Roosy, ist der hier für dich. Ja, da bin ich ja selbstlos, ne? Verlange hier keine GEMA-Punkte, keine Tantiemen, keine Gage, sondern aufopfere meine wertvolle Zeit, um das natürlich hier einzurappen, einzusprechen. Und weil du Bushido so liebst, ist der hier für dich, Roosy. Weil du Bushido so liebst, ist der hier für dich, Roos. Mann, du gehörst auf den Hof im Knast und bist der Grund, warum du mir deine Millionen machst. Du hast den Sound für Pädophile. Alter, warte mal, ey, ich muss jetzt mehr die Alerts ausmachen, Alter. Bushido so liebst, ist der hier für dich, Roos. Mann, du gehörst auf den Hof im Knast und bist der Grund, warum du mir deine Millionen machst. Du hast den Sound für Pädophile im Park. Ja, und dein Behindi-Bruder kommt mal wieder nicht klar.
Natürlich eine geile Referenz, auch textlich hier komplett durchgezogen. Können wir sogar vorstellen, dass er den ganzen Part so macht. Auch Sinan G wird hier offen angegangen. Twizzy hat ja auch gesagt, ey, ich mache das jetzt hier, den Diss-Track, ich habe die Schnauze voll. Es gibt kein Erbarmen. Ich mache hier keine halben Sachen. Ich habe euch gesagt, der ist eklig. Der ist sehr, sehr eklig. Und Roos hat sich auch mal gefragt, was hat denn der Twizzy schon für Tracks gemacht, ja? Twizzy, den kennt doch keiner. Was soll der schon geschrieben haben? Ja, ich glaube, nach diesem Track sind auf jeden Fall die beiden für immer verbandelt hier an der Stelle. Ja? Aber wir hören mal weiter. Den Sound für Pädophile im Park. Ja, und ein Behindi-Bruder kommt mal wieder nicht klar. Schon wieder ein Tag, an dem ich diesen Sinan nicht mag. Nimm deinen silbernen Stahl, schieb's dir tief in den Arsch. Mir scheißegal, was dieser Bastard sagt. Also über die Fetische eines Sinan Gs möchte ich nicht urteilen. Das kann jeder machen, wie er möchte, natürlich. Lassen das mal so stehen hier an der Stelle. Nimm deinen silbernen Stahl, schieb's dir tief in den Arsch. Mir scheißegal, was dieser Bastard sagt. Aber ich merk schon, du hast genug Platz im Arsch. Ich bin ein guter Junge, darum disse ich den Silber. Denn er wickst sich an auf Kinderkörper. Rusi, du bist wirklich klein. Alter, ja, klingt geil. Twizzy kommt richtig geil, Alter. Richtig geil. Ich mag, nimm deinen silbernen Stahl, schieb's dir tief in den Arsch. Mir scheißegal, was dieser Bastard sagt, aber ich merk schon, du hast genug Platz im Arsch. Ich bin ein guter Junge, darum disse ich den Silversurfer. Denn er wickst sich an auf Kinderkörper. Rusi, du bist wirklich klein. Ich meine wirklich klein. Pass besser auf, dass dein Bruder sich nicht an dir vergreift. Spuck auf deine Alter. Alter. Oh mein Gott, ey. Das geht noch über 3 Minuten, ja? Digga, ist das hart. Das ist echt hart. Das ist echt hart, Digga. Junge, darum disse ich den Silversurfer. Denn er wickst sich an auf Kinderkörper. Rusi, du bist wirklich klein. Ich meine wirklich klein. Pass besser auf, dass dein Bruder sich nicht an dir vergreift. Rusi ist wirklich klein. Digga, wirklich. Ich meine wirklich klein. Pass auf, dass dein Bruder sich nicht an dir vergreift. Boah, ist das assi. Ist das assi. Du bist wirklich klein. Digga, ich weiß gar nicht, ob ich das noch zu Ende schauen soll, Alter. Das ist schon echt hart, Digga. Ich meine wirklich klein, pass besser auf, dass dein Bruder sich nicht an dir vergreift. Spuck auf deine kranken Fantasien und fragwürdigen Liebesorgien. Roos in deinem Twitch-Duel, siehst du aus wie Stephen Hawking. Krasse Manipulation, das ist man von Roos gewohnt. Einer wächst auf Kinder und der andere nennt sie Hurensohn. Diese angewiderte Aussprache, ja. Dann noch mit dem Spucken hier. Der eine wächst auf Kinder, der andere nennt sie Hurensohn. Alter. Twizzy, Alter, was hast du gemacht hier, Junge? Boah, Bruder. Also ihr wisst natürlich, ich habe eine krasse Antipathie gegen Roos. Ja, ich verspüre nichts als Hass gegen diesen Menschen. Für all das, was der die letzten Monate abgezogen hat. Für all die Lügen, die der verbreitet hat. Ja, er hat sonst was über mich erzählt. Der hat Sachen, der hat mich gedoxt. Seine Kumpels haben meine Mutter gedoxt. Der hat gesagt, ich habe irgendwelche Frauen zum Abtreiben gezwungen und alles drum und dran. Die ekelhafteste Scheiße hat der sich aus dem Arsch gezogen, nur um von diesem Sinan G-Vorfall abzulenken. Es fällt mir schwer, hier Mitleid zu haben, Leute. Es fällt mir schwer. Manipulation, das ist man von Roos gewohnt. Einer wächst auf Kinder und der andere nennt sie Hurensohn. Mehr Treffer als eine Suchmaschine. Ey, Sinans Arsch wird häufiger benutzt als deine Duschkabine. Heute AMG, früher U-Bahn. Der kann halt auch so geile Nomenreime schreiben, ja. Och nee, ey. Yeah. Ey, Osinas Arsch wird häufiger benutzt als deine Duschkabine. Heute AMG, früher U-Bahn-Linie. Rolle über Missgeburten und ich hinterlasse Rußpartikel. Deine Klicks brechen ein. Digga. Alter. Digga, die ist hart, Bruder. Aber jetzt mal abgesehen davon, ja, ob man Roos feiert oder nicht feiert oder sonst was, oder ob man sich denkt, ja, das ist, selbst im Battle-Rap-Kontext geht das so weit. Ja, natürlich hier nochmal der Disclaimer, wir feiern dieses Ding hier als Kunstprodukt, ja. Das ist künstlerische Freiheit im Rahmen eines Kunstwerkes. Aber die ist ja überkrass getextet, Digga. Roos Partikel hat natürlich nichts mit Roos zu tun. Ne? Deswegen ist diese Line auch nicht justiziabel. Kennt er das Wort Roos Partikel? Ne? Das ist ja safe. Boah, ist die hart, Alter. Rolle über Missgeburten und ich hinterlasse Roos Partikel. Wenn er sich an was ransetzt hier, der Twizzy, dann macht das halt auch richtig, ne? Digga, die ist super krass. Die ist echt genial. Deine Klicks brechen ein. Würde ich dich in NRW ertränken, wärst du mit dir im Rhein. Streich dir deinen Siegeszug.
Ist auch cool. Würde ich dich in NRW ertränken, wärst du mit dir im Rhein. Stark. Stark. Das ist eine gute Punchline, Digga. Geile Battle-Rap-Line hier. Natürlich alles hier Kunst, ne? Nein, würde ich dich in NRW ertränken, wärst du mit dir im Rhein. Streich dir deinen Siegeszug, scheinbar kriegst du nie genug. Ruß, werd nicht frech, leg dir Manieren zu. Bruder, das ist wirklich, Alter. Also ich kann verstehen, wenn der ein oder andere von euch sagt, das geht zu weit. Härtegrad technisch habe ich lange nicht mehr sowas gehört. Dein Siegeszug, scheinbar kriegst du nie genug. Ruß, werd nicht frech, leg dir Manieren zu. Also hier gibt's auch gar keine Doppeldeutigkeit. Er sagt einfach, leg dir Manieren zu. Benimm dich doch mal ein bisschen, meint er damit. Ruß hat auch vor nix und niemand Halt gemacht. Richtig, genau so ist es. Ja, wild um sich geschossen, einfach nur, weil er es nicht ertragen kann, wieso das Bild in der Öffentlichkeit ist. Ne? Von diversen Sachen, dass sie nicht so cool angenommen werden. Ja, kann passieren, Bruder. Ja. Statt ein bisschen humble zu sein und sagen, ja, ich kann euch verstehen, dass ihr da angeekelt seid, wird jeder mit Scheiße beschmissen. Und das monatelang. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das tut nicht gut, das gerade zu sehen hier. Mann, du gehörst auf den Hof im Knast und bist der Grund, warum du nie deine Millionen machst. Du hast den Sound für Pädophile im Park. Ja, und dein Behindi-Bruder kommt mal wieder nicht klar. Schon wieder ein Tag, an dem ich diesen Ziner nicht mag. Nimm deinen silbernen Stahl, schieb's dir tief in den Arsch. Hey. Ja, ich meine, guck mal, im Endeffekt, was ist wieder passiert? Durch Roos seine ego-getriebene, narzisstische Art, dass er nicht klarkommt damit, dass Leute ihn nicht cool finden oder dass Leute sagen, ey, das, was dein Bruder da gemacht hat in diesem komischen Video, ist nicht nice. Ich finde das eklig und ich möchte auch meine Community sagen, dass ich das eklig finde. Ja, was ist passiert? Natürlich, er hat wieder dafür gesorgt, dass Sinanji wieder in aller Munde ist, dass die Sache wieder thematisiert wird, dass die Sache wieder in einem großen Video, schon das zweite diese Woche, nochmal thematisiert wird, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sinanji darüber erfreut ist, ja. Der schadet seinem Bruder immens damit. Ich glaube, Sinanji will einfach nur nach vorne schauen und will hoffen, egal ob man das jetzt gut findet oder ob man das findet, dass er das verdient hat, aber er will, glaube ich, einfach nur zurück zur Normalität. Ja, er will einfach nur seine Streams machen, da auf irgendwelche TikTok-Boxkämpfe reagieren und da mit dem anderen da mit der Sonnenbrille da ein bisschen Spaß haben. Das geht nicht dadurch, dass Roos die ganze Zeit immer wieder Kriegsfelder aufmacht und die Leute beleidigt mit allem, was geht, Alter. Ohne Grenzen, ohne Niveau. Egal, ob es ins Privatleben geht, egal, ob es auf die Familie geht, egal, ob es auf die Kinder geht. Und das ist gut, dass man dem hier mal so einen richtigen Denkzettel verpasst. Also bitte, wer von mir Mitleid erwartet, ist hier an der falschen Adresse. Verdammte Axt nochmal. Mir scheißegal, was dieser Bastard sagt, aber ich merk schon, du hast genug Platz im Arsch. Sonst nur im Hintergrund aktiv, doch liefer Soulfood wie keiner. Twizzy hinterlässt im ganzen Land Ghost-Spuren wie Slimer. Roos, du willst mit Marvin California kein Beef, wir zwingen den Hobbit in die Knie, so wie seine Knie. Schieße wieder scharf und Sinan freut sich, wenn die Bullet. Nochmal hier schönes Name-Dropping hier. Dankeschön, Jungs, auf jeden Fall, ja. Dankeschön. Props gehen raus hier natürlich an der Stelle. Zwing den Hobbit in die Knie, so wie seine Knie. Schieße wieder scharf und Sinan freut sich, wenn die Bullets fliegen. Denn er hat eine Menge Metall im Körper wie Wolverine. Sinan freut sich, wenn die Bullets fliegen. Alter. Junge. Dann kann man sich nicht so richtig vorstellen. Wie die Bullets fliegen und Sinan dreht sich so um und beugt sich nach vorne halt, ne? In der Hoffnung. Mann, lass mal das hier, ja? Was ist denn hier schon wieder in dem Red Cup drin hier, ne? Wie gesagt, ey, Alter, ja? Everybody loves everybody, je nachdem, was ihr wollt, ja? Ich bin niemand, der jemand diskriminiert wegen seiner sexuellen Neigung oder sowas, aber der ein oder andere Scherz muss mal sein hier, ja? Ist doch in Ordnung. Oder wie Roosie Baby sagen würde, ganz normaler Dirty Talk, meine Freunde. Öfter mal eine Ladung hin, dann freut sich, wenn die Bullets fliegen. Denn er hat eine Menge Metall im Körper wie Wolverine. Öfter mal eine Ladung hinten drin, so wie ein Drogenschmuggler. Parallel dazu beleidigt Roos Bushidos tote Mutter. Rest in peace. Junge, steig ins Ruderboot. Du bist der erste Kenneck, der mit seinem kleinen Bruder droht. Sag, du bist nicht... Richtig, ja, genau. Roosie Baby ist der Erste, der mit seinem jüngeren Bruder droht und nicht mit seinem großen Bruder hat, ne? Junge, steig ins Ruderboot, du bist der erste Kenneck, der mit seinem kleinen Bruder droht. Sag, du bist nicht Lukaschenko, also warum machst du Belarus? Hass und kein Respekt im Blut, das ist deine Attitude. Yes. Deine Klicks brechen ein, würde ich dich in NRW ertränken, wärst du mit dir am Rhein. Streich dir deinen Sieg. Ah, die Bridge ist
so krass, ja. Die ist so krass, Mann. Gezug, scheinbar kriegst du nie genug. Gruß, werd nicht frech, leg dir Manieren zu. Mann, du gehörst auf den Hof im Knast. Also ich glaube, die Line mit den leg dir Manieren zu und dann die Roos Partikel Line, das sind die zwei härtesten Lines bisher gewesen. Also die sind ja wirklich, alter Schwede. Kompromisslos wie die Disses früher. Ja, safe. Safe, Digga. Du bist der Grund, warum du nie deine Millionen machst. Du hast den Sound. Den Sound für Pädophile im Park. Ja, und dein Behindi-Bruder kommt mal wieder nicht klar. Schon wieder ein Tag, an dem ich diesen Zehner nicht mag. Nimm deinen silbernen Stahl, schieb's dir tief in den Arsch. Mir scheißegal, was dieser Bastard sagt. Aber ich merk schon, du hast genug Platz im Arsch. Du lenkst stets vom Thema ab. Doch die Maskerade fällt, da keine Lüge dieser Welt gegen die Faktenlage hält. Und weil es... Aber Tim hat schon... Weiß nicht, also ich glaube, aus Tim wird nicht der große Rapstar, der macht das sowieso zum Spaß hier, ja. Aber, ja, ich sag mal, wenn du jetzt die ganze Zeit hier so diese 3 Minuten Twizzy gehört hast, ja, mit absoluter Testosteron-Stimme hier, komplett den Roosie hier durch den Fleischwolf gedreht, durch den lyrisch natürlich, ne, an der Stelle, dann kommt hier Kuchen rein. Jetzt vom Thema ab. Doch die Maskerade fällt. Doch die Maskerade fällt. Da keine Lüge dieser Welt gegen die Faktenlage hält. Und weil es skrupellos ist, verliert Bruce sein Gesicht. Denn man braucht keine Feinde, hat man einen Bruder wie dich, yeah. Böse, 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 böse. Haben sie auch in dem Kuchen Talks, gab's das ja auch schon so, diese Äußerungen, ne? Re-Rap, Digga. Einer macht das Thema zu, aber davon lebst du los. Reißt es immer wieder auf, jetzt bist dein größter Gegner, du. Support ist keine Songs gegen Flair, seit ein safe ist Pain. Doch wenn er ihre Mütter beleidigt, bekommt er deinen Rage. Du findest das Leaken von Adressen nicht okay. Was ist Sinan dann mit der von ABK? Mann, erklär mal, steht er dann... Stimmt, das hab ich auch schon wieder vergessen, ja. Sinan G wollte ja die Adresse von ABK haben. Und was macht der ABK? Natürlich lässt sich nicht einschüchtern, sondern macht direkt auch ein Video und den nennt das irgendwie so, Sinan G will meine Adresse. Und genauso müsst ihr das machen, ja. Hättet solche, also auch an alle aufstrebenden YouTuber da draußen, ja, die sich Rap-Content widmen. Es wird früher oder später passieren, dass irgendein Rapper auf euch zukommt und versucht euch zu drücken, versucht euch zu bedrohen, versucht euch zu pressen, versucht euch zu erniedrigen. Lasst das nicht mit euch machen, geht damit an die Öffentlichkeit, schreibt mir, schreibt irgendwem anders und dann, ja, machen wir das direkt transparent hier. Kein Platz für solche Unterdrückeraktionen wie das hier mit ABK oder wie das mit Sinan, mit dem dann Roos auch gedroht hat. Yeah, passt mal auf, wenn der vor euch steht, dann redet er nicht mehr so. Nach dieser Drohung reden sie jetzt 10-fach so schlimm. Ja, das war nur eine Line auf dem Shoyoka-Track. Ich glaube, ich bin nicht Sinan, doch hol die Kleine vor die Kamera. Ja, okay, harter Line. Aber es war in einem Shoyoka-Diss-Track. Ich glaube nicht, dass so die Deutsch-Rap-Bubble so unbedingt da massenweise drauf aufmerksam geworden ist, auf diesen Shoyoka-Diss-Track. Von daher hätte man das auch einfach mal schlucken können. Aber nein, das kann er einfach nicht. Das kann er in seinem Ego, in seinem komplex beladenen Narzissmus, kann er das nicht. Er muss sich äußern. Er muss da sagen, ja, wenn Sinan vor euch steht, redet ihr nicht mehr so. Hat er recht, ja. Sondern sie machen es, wie Manu sagen würde, so und noch schlimmer. Der von ABK. Mann, erklär mal, steht er dann wie bei Bushido vor der Haustür bereit? Keine Ehre, kein Stolz, keine Glaubwürdigkeit. Alles war geklärt, du wusstest von der Line auf dem Shoyoka-Track. Dann erklär mal, warum du uns gleich danach bedrohen lässt. Ja, ist das Ding, ne? Guck mal, Twizzy war noch so korrekt und hat ihm gesagt, nach diesem Call, den die hatten, hier auch mit Kuchen TV im Livestream, ey, by the way, ja, wir haben ja eigentlich alles geklärt und so weiter, wollte nur Bescheid sagen, wir haben so einen Shoyoka-Diss-Track, da ist eine Line gegen dich, eine Line gegen Sinan dabei, sorry, ja, kann man jetzt nicht mehr ändern, ist schon abgegeben, du kennst den Spotify-Hustle, da was rauszuschneiden oder nochmal neu hochzuladen, das verschiebt das Ganze immer um ein paar Tage Minimum. Und Roos hat gesagt, okay, danke fürs Bescheid sagen. So, sinngemäß, ja. Ich habe natürlich den Chatverlauf nicht gesehen, aber im Stream ist das dann doch nicht okay so, ja. Im Stream muss man dann doch nochmal sagen, ey, ich bin der Man hier im Haus, ja. Hab denen das nochmal verziehen, aber wenn die vor Sinan stehen, dann reden die nicht so. Du Wannabe-Pate, dir geht es nicht um deine Fam, sondern um die Content-Spirale. Ich bin Meinungsblogger, warum disst du gerade mich? Obwohl das, was ich mache, lediglich Berichterstattung ist. Wir haben Brüder wie Marvin, ihr habt nur Hintermänner. Jetzt sind eure Klicks im Keller, wie die Klicks vom Keller. Oh, Digga, ja. Da, also, da hab ich ja, da steht ja fast die Zwiebel-Fanny ja auf dem Tisch, Alter. Das ist süß, ja. Alle mal Herzen in den Chat hier für die drei Ehrenbläser, Alter. Das ist süß, Mann, ey.
natürlich hier auch für mich die drei Brüder hier sehr ins Herz geschlossen. Vor allem natürlich Twizzy, den ich natürlich deutlich länger kenne als die anderen beiden Ehrenbräs. Aber wirklich alle drei Top-Typen, Alter. Und das sind auch keine bösen Menschen, ja, ehe der jetzt hier schon wieder anfängt, dann darüber abzulästern, boah, die wollen mich kaputt machen, bla bla bla. Ja, das sind keine Leute, die irgendwie irgendwem etwas Böses wollen. Weder ein Kuchen noch ein Cashes. Und Twizzy, den ich natürlich am besten kenne, kann ich euch auch sagen, ist so ein cooler Typ, Alter. Viele von euch werden sich noch dran erinnern an den, sie nannten den Knochenbrecher-Stream. Da habt ihr gesehen, Twizzys einziges Manko ist, dass dieser Mann 1,5 Gläser Wein braucht und er ist hackedicht und dann wird er anhänglich. Dann fängt er an zu kuscheln, dann fängt er an einen zu umarmen und dann fängt er an Müll zu labern. Und das ist natürlich suboptimal im Stream, deswegen ist der Stream so gewesen, wie er gewesen ist, ne? Du Wannabe-Pate, dir geht es nicht um deine Fam, sondern um die Content-Spirale. Du Wannabe-Pate, dir geht es nicht um deine Fam, sondern um die Content-Spirale. Genau richtig. Bruce ging es einfach nur darum, seinen Arsch zu retten. So einfach ist es. Ist doch klar wie Kloßbrühe, das sieht doch jeder Blinde mit dem Krückstock. Ich bin Meinungsblogger, warum siehst du gerade mich? Obwohl das, was ich mache, lediglich Berichterstattung ist. Wir haben Brüder wie Marvin, ihr habt nur Hintermänner. Jetzt sind eure Klicks im Keller, wie die Klicks vom Keller. Ist was richtungsbereit, habt ihr unseren Blickpunkt gezeigt. Nur durch mich wart ihr leid, doch du hast leider... Stimmt, Cassius hat sogar vermittelt, ne? Cassius hat, glaube ich, Roos geschrieben, ey, wollt ihr nicht mal telefonieren, wollt ihr es nicht mal klären und so weiter. Ja, das passiert, wenn man auf solche Leute zugeht. Ja, die sehen das dann noch als Schwäche, der hat sich wahrscheinlich im Hintergrund noch drüber lustig gemacht und so weiter. Wie gesagt, ich finde es nach wie vor sehr traurig, wie das sich alles entwickelt hat, aber wie es heute war, war nicht unser Wille ehrlich. Einfach Real Talk, Digga. Ist was richtungsbereit, habt ihr unseren Blickpunkt gezeigt, nur durch nichts wart ihr leid. Doch du hast leider verkackt, heute mehr Feinde als Subs. Und jetzt werden dem peinlichen Spaß endlich Beine gemacht. Nochmal eine maximal ekelhafte Line hier zum Schluss. Trauerspiel heißt das Ganze. Ja, seht ihr jetzt natürlich nicht hier im YouTube-Titel. Jetzt wäre Marvin doch gerne nächsten Samstag da, ja. Also wenn dieser Track da wirklich auch live performt wird, ist natürlich Abriss, ja. Wie erwartet, meiner Meinung nach, ja. Für mich kommt das wenig überraschend, dass Twizzy hier wirklich komplett in die Vollen geht. Trauerspiel ist ein bretterharter Diss-Track. Also ob es jetzt der beste Diss-Track des Jahres ist oder der stärkste oder sowas, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, vom Härtegrad habe ich dieses Jahr nichts Härteres gehört. Das alleine ist schon hier beachtlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ich finde es geil, dass Twizzy das Ganze komplett trägt. Also, was glaubt ihr, so 75%, wenn nicht sogar mehr, ist ja Twizzy hier, ne, auf dem Song. Der ekligste, das kann sein, ja. Ich bin gespannt auf das restliche Album Disrespect. Ihr könnt das Ganze natürlich gerne bei Bedarf vorbestellen. Darauf wird auf Albumlänge gedisst von dem Trio hier. Wie ich schon sagte, hatte das Video Startschwierigkeiten. Jetzt ist jeder gefragt, der das Ganze nice fand, der den Song cool fand. Hier ist der Link im Chat. Lasst natürlich gerne da mal ein Like da. Füttert den Algorithmus mit Kommentaren, sei es ein Emoji, sei es ein Kommentar, ja, und gebt gerne Feedback ab dort und schreibt rein, supportet die Jungs hier, Liebe geht raus an die drei, habt ihr geil gemacht, Wahnsinns-Track, das Warten hat sich gelohnt, ne? Ging Belasch auch gottlos, ja, nochmal, er hat erfunden, dass Belaschs Frau eine Affäre hat, die schwanger wurde von, wie hat er den genannt, Hassan oder Hakan oder sowas. Und der Typ hat dann sozusagen sie geschwängert, aber wollte sie nicht. Dann ist sie bei Belasch weiterhin geblieben. Sie hat das Kind zur Welt gebracht und Belasch hat sich dann um das Kind gekümmert. Sie hat ihm sozusagen das Kind so untergeschoben. Wo man auch erstmal sagen muss, ja ey, selbst wenn es so wäre, ist es doch ein absoluter Ehrenmove von Belasch, sich um das Kind zu kümmern, als ob es sein eigenes ist. Also allein schon so diese Story zu framen und so zu denken, haha, das ist voll der Front so, ja, guck mal, ha, der Opfer. Er kümmert sich um Kind, das nicht aus seinen Eiern ist. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei Cassius, bei Kuchen,
Aber vor allen Dingen bei Twizzy, denn obwohl die drei natürlich ihre Differenzen selber auch haben, weiß ich natürlich auch, dass die Jungs das auch gemacht haben, um unter anderem, ja, nicht nur, aber auch um zum Teil Support für mich als ihren Freund zu signalisieren. Und ich bedanke mich vor allen Dingen bei Twizzy, denn er hat mir hier wirklich eine krasse Genugtuung gegeben, was mir auch helfen wird oder es mir auch leichter macht, mit diesem Ekelpaket endlich abzuschließen. Der Hass, den ich natürlich nicht fühlen möchte, wird dadurch leichter verschwinden. Dafür bin ich dir dankbar, Bruder. Ohne Scheiß, Mann. Ja. Nichts als Liebe für dich. Du weißt, zwischen uns kommt kein Blatt Papier. Und allein schon, dass ich jemanden wie Twizzy kennengelernt habe, macht das Ganze wert, ja, hier durch diese ganze Scheiße zu gehen.